Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play-Folge von mir, Pascal oder wie auch immer. Ich bin hier gerade im Buxtehude. Oh, das war ein SMS. Okay, ja, die Fresse Schäfchen und hast du nicht gesehen. Ich habe gestern den Leuchtturm fertig gemacht. Also, da fehlen noch ein paar Einzelheiten. Ja, Kürbisse habe ich jetzt erstmal genug mehr von. Wo kann man die aufeinander stapeln? Ich weiß es nicht. Man munkelt einfach mal. Ich versuche es und ich nehme den Kürbis. Da ist der Kürbis. Oh, warum ist meine Tasche leer? Ich habe keine Ahnung. Es geht jetzt erstmal wieder hier hoch und ja, man kann es. Alles klar. Gute Frage ist beantwortet. Dann geht es jetzt daher. Und zwar, ich habe jetzt erstmal eine Begrenzung rundherum gebaut. Heißt, es wird erstmal ein kleiner See. Der wird zwar noch vergrößert, linke Seite wird auch noch mit Gras zugemacht. Das könnten wir gleich mal machen, wenn ich noch genug Erde habe. Also hier die linke Seite wird zugemacht noch. Und dann geht der rechte Berg weg und der linke Berg weg. Dann streckt er sich so in die Länge und Breite der See. Heißt, diese Wandfläche, da stimmt was nicht. Hier habe ich gestern eigentlich gar keinen Rasen hingepflanzt. Egal, heißt das schon mal, das Loch muss aus. Nein, ich bin so doof. Heißt, das Loch muss noch ausgebessert werden. Da stimmt noch was nicht mit. Ja gut, dann war das bestimmt gestern so geplant, dass das Ding nach da rein wird und dann Sand oben drauf. Egal. Auf jeden Fall, hieran muss auch noch viel gemacht werden. Oh, hat sich schon eine Kuh verirrt. Hier habe ich auch gestern schon ein paar Eimer Wasser reingekippt. Aber der See bewegt sich noch ein bisschen zu doll, heißt. Seht ihr? Hier muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Weil der bewegt sich, der muss gerade sein, der muss ruhig sein. Wohl, ist es ja schon realistisch so, ne? Aber ich weiß noch nicht, ich muss gucken. Auf jeden Fall habe ich dann diese rechte Seite hier zugemacht mit Wiese. Da wird sich noch überlegen, ob ich hier hinten auch noch weiter Sand baue. Auf jeden Fall habe ich ein paar Bäumchen gepflanzt, die sind jetzt mittlerweile schon groß. Ja, das Loch muss auch noch zugemacht werden. Die Kuh kommt aus dem Wasser raus. Ja, am Leuchtturm hat sich bisher nichts mehr getan. Aber ich wollte eigentlich gleich die Treppe hier reinbauen. Oder ich weiß es aber noch nicht. Ich muss erstmal genug Material zusammen haben. Oh, ich vergesse das immer. Dass diese Tür scheiße ist. Ich habe immer noch nicht geschafft, einen Knopf für ihn drin zu bauen. Komm, geh ab. Irgendwie tut sich an dieser Tür geil. Ich glaube, ich bin jetzt gefangen. Nee, ich bin nicht gefangen. Ja, hier drin muss auch noch ein besserer Boden rein. Darum kümmere ich mich auch noch heute. Aber was ein Boden da reinkommt, weiß ich nicht. Ja, hier gefällt mir die Schattenseite nicht, aber ich weiß nicht, was ich daran machen soll. Hier habe ich das Wasser schon einigermaßen ruhig hier oben hingekriegt, aber da unten noch nicht. Ja, hier mache ich auch einfach nur Erde drüber, bis hinten hin. Scheiß auf das, auf den See, der da drunter ist. Um den werde ich mich nicht kümmern. Oh, ich habe was gefunden, was mich so sehr freut. Oh nein! Ja, ich habe Sand gefunden. Das brauche ich. Das ist wunderbar. Super ist das. Davon nehmen wir uns mal ein paar Blöcke mit. War der Sand gestern auch schon hier? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall den Sand, den brauche ich. Okay, bis da geht das mal. Ja, Loch wird ja eh zugemacht. Ich habe nämlich nicht mehr viel Sand, glaube ich, im Lager. Muss ich mal gleich gucken. Ich war nämlich gestern wieder ein bisschen sammeln noch, bevor ich den PC ausgemacht habe, um zur Arbeit zu gehen. Ja, jetzt nehmen wir uns ein bisschen noch eben mit, die drei Sandsteinchen, also Sand hier. Den Sand werde ich noch abbauen, die Kohle, die ist auch sehr interessant. Aber wie weit geht er denn noch da runter? Mit Sand. Nein, man sollte nie in ein Loch. Scheiße, jetzt habe ich Kacke gemacht.
Ja, auf jeden Fall, das Sand, den will ich auch noch wegmachen, dann will ich hier erstmal eine Sperre drum machen, damit das Wasser abfließen kann. Ja, auf jeden Fall, jetzt will ich hier euch nicht zulabern. Und zwar euch auch mal was zeigen. Und bei mir geht gerade tierisch die Musik auf den Sack. Kleine Sekunde. So. Ja, hier, seht ihr da, das Wasser bewegt sich ein bisschen sehr doll. Und das soll es eigentlich nicht. Wir werden gucken. Jetzt geht es erstmal zurück, das Loch stopfen. Ja, jetzt nicht an diese Löcher, die ihr wieder denkt. Ja, dann wollen wir eben gucken. Wo war das Loch? Da. Böp. Jetzt haben wir noch 39 Sand. Hat so viel schon wieder. Jetzt ist die Frage, ob wir das hier auch zumachen sollen. Da ist es ja nicht. Hier ist ja genau die Absperrung. Ne, hier kommt noch vielleicht was anderes hin. Ein kleines Häuschen oder so. Ich weiß es noch nicht. Jetzt geht's wieder zurück. Ja, du lächelst mich an. Dich will ich haben. So. So. Das hat schon seinen Grund, aber wofür die Kürbisse sind, das weiß ich nicht. Irgendwie leuchten die auch generell schon nicht. Dann gehen wir mal ins Lager. Wenn das von der Zeit her noch passt. Das wird immer sehr knapp, diese 10 Minuten. Ja, hier, weiß ich nicht, ob ich das gesehen habe, habe ich schon eine Fackel reingebaut, aber ich glaube ja. Und ja, das Haus ist nicht. Ja. Dann geht's hier rein. Hier habe ich nichts Besonderes drin. Ach, da war ja die Kiste. Holz habe ich auch nicht mehr viel. Ich muss ein bisschen. Oh. Erde brauche ich. Sand. Hin. Oh, Erde habe ich nicht mehr viel. Ich muss Erde sammeln gehen. Egal. Dann brauche ich eine Schippe. Dann brauche ich eine Spitzhacke. Mehr brauche ich hier erstmal nicht. Dann brauche ich noch Wolle brauche ich auch nicht mehr. Dann brauche ich noch. Ach Mann, ich komme noch gar nicht mit klar. Dann brauche ich noch hier. Nix mehr, glaube ich. Egal. Ich gehe jetzt hoch und wir werden jetzt erstmal kurz ein bisschen bauen. Und zwar. Hui. Hat nicht geklappt. Oh, das ist doch der falsche Weg. Ja, hier das Loch werde ich auch noch zumachen heute. Das sieht ja scheiße aus, kann man nicht zum lassen. Ja, Rüstung ist alles in Ordnung und. Ne, hä? Und dann kommt auch rechts der Berg hier weg. Der. Und dann sieht das eigentlich einigermaßen crazy, geil, arrogant aus. Ich weiß es nicht. Ja, den werde ich heute noch wegmachen, den Berg. Das gefällt mir nicht. Höhle. Ja, ich glaube, hier war auch eine Höhle drunter, die habe ich eingebuddelt. So viel ich weiß. Aber den Strand, wollen wir den nicht voll leeren? Oder ich meine das so, dass der Wasser einfach nur nach hinten weiter rausläuft und da hinten Richtung Meer verbunden wird. Ich weiß es aber noch nicht. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal so zum Gucken. Den Sand baue ich jetzt gleich da vorne ab. Die Ecken voller Sand hier. Weil Sand. Noch ein Mann, jetzt regnet noch. Oh, das sollte nicht so sein. Boah, du sollst da nicht wachsen, du Scheiß. Hier kommen noch Pflanzen auf den Sand drauf. Wird alles heute noch schön gemacht, damit das hier äußerlich schon mal gut aussieht und fertig ist und ich den Stress damit nicht mehr habe. Oh. Egal, ich bin ja eben geil. Ich kann bleiben, weil ich habe zu wenig Material und ich werde noch gerne hier zukriegen. Ja, das muss ja auch noch hier zugemacht werden. Oh. Heißt das und das. Das und das und das, das und das und das, das und das und das, das und 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 das
Ja.